Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Dexcon. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir machen direkt hier weiter mit der Story, ne? Können wir ja nichts, ne? Hallo? Erdi? Hey Deacon, wie kann ich dir helfen? Das ist Boza. Ist er okay? Ja, nein, ist er nicht. Er ist nicht krank oder so, es ist nur... Tja, ich sagte dir ja, dass es eine große Umstellung wird. Hast du irgendwelche Pillen da? Antidepressiva oder sowas? Nein. Sorry. Okay. Warte. Ich weiß, was passiert ist. Wie er die Kerle verfolgt hat, die Hunde getötet haben. Ja, und das hätte uns beinahe selbst umgebracht. Tja, vielleicht ist das die Antwort. Dass er uns beinahe umgebracht hat? Also... Was liebt William so sehr, dass er sein eigenes Leben dafür riskiert? Er braucht nichts, um seinen Körper zu heilen. Er braucht etwas für seine Seele. Verstehe. Danke, Eddie. Ja, die müssen wir nochmal eine Frau besorgen, ne? Oh. Geht ja nicht mehr. Gut, dass wir das schon aufgebessert haben. Oh. Steig mal ab. Wir müssen der Motorrad noch danken. Schön, dich zu sehen. Was ist das Camperleben? Neue Verbesserungsobjekte, aber nur... Optisch, also Lack und sowas, weil wir haben ja alles. Okay, ich tank voll. Lackierung. Ja, das ist halt das, was wir so freigeschaltet haben. Ich bin hier, wenn was ist. Ich bin hier, falls was ist. Ja, gut, ne? Ich hab's. Ja, auf einmal haben alle beim Tierschutz gearbeitet und so. Alkai, hey, hörst du mich? Alkai, kommen. Verdammt, jemand muss ihn suchen. Bei der Grabung. Wie läuft's bei dir, Tucker? Ich dachte, ich wäre euch erstmal los. Wie gefällt dir das? Dreckige Bitch. Jetzt mal. Bist du behindert? Die sind alle geflogen. Ricky, ich hab sie. Sie lebt. Deacon, Gott sei Dank. Hör zu, sie wollte nicht mitkommen, also schick jemanden, den sie kennt, okay? Sie ist auf dem Weg zum Camp. Okay. Na gut, okay. Ricky, Ende. Habe ich jetzt was verpasst, Alter? Oder, Entschuldigung, aber... Hä? Alter, das ist ja Mappen, Junge. Das müssen wir noch auslöschen. Wo sind wir denn? Ja, wir könnten eigentlich auch noch mal die Horde da oben probieren. Bist du da? Ja, Ali. Hey, hör mal. Ein Patient von mir hat uns gehört. Er hat einen gesunden Hund gesehen. Okay, ich höre. Südlich von Shermans Camp liegt eine Anlage. Hütten im Wald. Weißt du, welche ich meine? Nein. Okay, sie liegt am Santiam Highway, der zum alten Sägewerk führt. Und Ricky sagt, ihr wärt da gewesen wegen der Horde. Ja, als ihr nach... Ah!
Ja, warte ab. Scheiß Bastard. Okay, sie liegt am Santiam Highway, der zum alten Sägewerk führt. und Ricky sagt, ihr wärt da gewesen wegen der Horde. Ja, als ihr einen Tag lang unterwegs wart. Zum Damm. Oh, ja, ja, okay. Ich weiß, wo du meinst. Hallo? Deacon St. John, hörst du mich? Achso, ja, das sind scheiß Wölfe. Ricky hat mir alles erzählt, dass du Gabby gerettet hast. Ich wollte mich nur bedanken. Ich kenne das Mädchen, seit sie ein Baby war. Na klar, Mike. Ich wünschte nur, ich hätte Abigail auch. Du hast dein Bestes getan. Ich bin dankbar. Bis bald, Dick. Gut, dass du auf unserer Seite bist. Mike, Ende. Wo sind die ganzen Noten jetzt um die Uhrzeit? Sind die da alle in der Bude oder was? Hey, habt ihr sie gefunden? Hey, Dick. Ja, ihr geht's gut. Ein bisschen traumatisiert, aber nicht mehr als jeder andere. Ich schätze, wir alle wissen, wie es ist, die Mama zu verlieren. Geht das wieder los? Hallo, Freunde. Alter, was ist hier los? Lauf! Das schaffen wir noch nicht! Mann! Fucking hell. Hey, habt ihr sie gefunden? Hey, Dick. Ja. Ihr geht's gut. Ein bisschen traumatisiert, aber nicht mehr als jeder andere. Ich schätze, wir alle wissen, wie es ist, jemanden zu verlieren. Ja, das stimmt wohl. Aber der Maul. Ja, bis bald, Ricky. Brauche ich.
St. John. Hörst du mich? Ja, Mike, ich höre. Ricky hat mir alles erzählt, dass du Gabby gerettet hast. Ich wollte mich nur bedanken. Ich kenne das Mädchen, seit sie ein Baby war. Na klar, Mike. Ich wünschte nur, ich hätte Abigail auch. Du hast dein Bestes getan. Ich bin dankbar. Bis bald, Dick. Gut, dass du auf unserer Seite bist. Mike, Ende. Für die Geranalierung. Voll ins Schwarze. Dick, hey, wenn du Zeit hast, schau beim Camp vorbei. Ich muss mit dir reden. Hey, Ricky, okay, ich bin auf dem Weg, dicken Ende. Es muss hier doch irgendwo sein. Komm schon, Kleiner, wo steckst du? Wo würde ich leben, wenn ich ein Hund wäre? Ein Recht zum Schutz unserer selbst, unserer Familie, unseres Eigentums. Aber nur so lange. Ich kann ihn hören. Da ist er. Nahmen sie uns jedes Waffenrecht, das sie konnten. Und ein paar Amokläufen als Entschuldigung, um das uns, dem amerikanischen Volk, von Gott gegebene Recht zu beschneiden. Waffenkontrolle. Und halt mal dein Maul. Ja, nein. Vielleicht ein andermal, Cobb. Hey, Kumpel. Hallo. Wie geht's dir, Kleiner? Komm her. Hey, Kumpel. Hallo. Komm her, Kumpel. Hey. Hallo. Okay, komm her. Komm her. Okay. Oh mein Gott. Schon gut, schon gut. Na gut. Schön. Ganz wie du willst, okay. Okay. Baby Wolf, klauen wir jetzt einfach. Jo. Hey! Wach auf, du fauler Dreckskerl! Was ist denn los, Mann? Was ist das? Shit. Oh, shit. Hey. Hey, wie geht's dir, Kleiner? Hey, oh, ganz ruhig. Hey, 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 lass das. Moment, Moment, warte doch mal. Wo kommst du denn her? Guck mich nicht an. Ja, ja, ja. Hey, 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 du hast doch bestimmt Durst. Los, holen wir dir ein bisschen Wasser, was meinst du? Keiner hier. Alles klar. Junge, willst du mich verarschen? Ja, alles klar. Dick, bist du da? Wir müssen uns treffen. Ich höre dich, Skizzo. Was willst du? Ich hab zu tun. Hör zu. Ich weiß, dass du dem Camp nur helfen willst. Und ich will dir helfen und dem Camp. Triff mich hinter der Lodge. Skizzo, Ende. Verdammt, Skizzo. Alles klar. Wehe, du verarschst mich. Sag mal, warum werden uns eigentlich die scheiß Nebenquests die ganze Zeit angezeigt und aktiviert?
Wir brauchen keine Camp-Punkte mehr, wir haben alles. Jo, Alter. Will sich nicht noch im Keller verstecken, Junge? Macht er wahrscheinlich. Okay, ich bin hier. Was willst du? Moment. Komm hier rein. Skizzo, was ist los? Naja, wenn du reingehst, zeig ich's dir. Ich habe über deine Idee nachgedacht. Also die Höhle nördlich vom Camp zu versiegeln, damit die Horden nicht mehr durch unsere Felder ziehen können. Okay. Das Problem ist, Mai konnte bisher keine Springschnur dafür finden, oder? Nein. Aber ich weiß, wo welche ist. Genau hier. Nein. Na, ich weiß, was du denkst. Ich weiß es Nein, genau. Nein, das ist mitten im Ripper-Gebiet. Als ich das letzte Mal da Hast war, du war die es... Medizin für deinen Kumpel Nein. bekommen? Wir holen die Sprengschnur, sprengen die Höhle, boom, bye-bye, Horde. Aha. Das war doch deine Idee. Mann, die Scheißgrenze ist abgeriegelt und auch der Tunnel. Und ich soll da rein? Dann gibt es Krieg. Ich hab einen Plan. Außerdem komme ich mit. Halt dich nur von ihnen fern. Schnapp dir nur so viel Zeug, wie du kannst. Hoffe, wir brauchen's nicht, aber man weiß ja nie. Dann triffst du mich. Hier. Denn dort führt ein Weg über Iron Ridge. Was? Genau. Wovon redest du, Mann? Vertrau mir. Scheiße. Okay? Wir sehen uns da. Der bringt uns auch nur. Der reitet uns nur in die Scheiße, ja? Wir machen da auch noch mit. Naja. Hey. Tja, jetzt bin ich mal gespannt. Kommst du? Denk an unseren Treffpunkt. Westlich von Milagwa Lake. Ja, ich werde da sein. Ich hab keinen. Ein Hirsch auf der Straße. Weißt du was? Früher wäre das eine schlechte Idee gewesen, aber auf der Straße. Fahr den... Meine Fresse, ey. Und die auch noch. Alter, wieder hier. Generationen ausgelöscht. Von Hirschen. Naja... Gelitten haben sie. Naja. Alle aufschlitzen. Gibt dann Punkte fürs nächste Camp. Wo wir Eddie, hinkommen. Eddie, hörst du mich? Ja, Dicken, was gibt's? Ich hab Busa den Hund geholt und es hat geklappt, wie du sagtest. Das freut mich. Du bist ein großartiger Freund. Da hat er wirklich Glück. Was sollen so eine sarkastischen Antworten? Da hat er wirklich Glück. Mensch, wenn du ein Problem hast, dann musst du es sagen. Ja. Wir haben aber nichts gemacht. Nein. Hey, Ricky. Ich hab dich gesucht. Wir haben endlich fast im ganzen Camp wieder Strom. Auch in meiner Hütte. Großartig. Hey, ich, hab sogar einen alten Boiler gefunden. Dann kann ich endlich wieder heiß duschen. Großartig. Hey, wo steckst du?
Dazu, Skizzer und ich, wir holen die Sprengschnur für die Sprengsätze. Wir wollen die Höhlen sprengen. Ja, aber wo? Ich hab's noch gesehen. Ja, aber... Alter. Wer ist am Ende, hä? Komm her, du kleiner Hundling. Was glaubst du? Also, wo waren wir stehen geblieben? Ja, aber wo? Wenn ihr Sprengschnur braucht, kriegt ihr die nur... Ah, Ricky, hey, da ist eine Störung. Ich höre dich nicht. Wir reden, ja, wenn wir wieder zurück sind. Nick, hörst du mich? Ja, Usman, was gibt's? Ich wollte mich nur bedanken für den Hund. Entspann dich, Bruder. Ernsthaft, er ist mir nachgelaufen. Ließ sich nicht abwimmeln. Was hätte ich tun sollen? Keine Zeit. Wir müssen da jetzt die Sprengspur. Hey, was soll das werden? Wir machen es so. Wir gehen durch die verdammte Hintertür. Zu Fuß. Du hast nie gesagt, dass wir zu Fuß gehen. Weißt du noch, was los war, als du dein scheiß lautes Bike genommen hast? Auch wahr. Hey, die bemerken uns gar nicht. Und im Endeffekt sind wir wieder der Gefickte. Aber also, das sehen wir in der nächsten Folge dann. Von Desko und alle komplett durcheinander. Also, vielen Dank fürs Zusehen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.